gehen rein in eine Mafia-Doku, chinesische Mafia auf dem Vormarsch, Triaden. Solange ihr eure Snacks und was zu trinken holt, ganz kurze Real-Life-Story-Chat. Ihr wisst ja, ich war in Vietnam. Ihr wisst auch, dass das Wetter sehr schlecht war in Vietnam. Ihr wisst auch, dass ich dann sehr oft im Casino war und Blackjack gespielt habe in Vietnam. Und als ich da so war, bin ich mir zu 1 Million% sicher, Chat. Ich habe da mit Mafia-Leuten gezockt. Ich saß da mit Mafia-Leuten am Tisch. 1000%. Zu 1 Million% habe ich da mit Mafia-Guys Blackjack gespielt, weil die hatten fast alle tätowierte Hände, tätowierte Beine, übertrieben viel Cash. Ja, deswegen dachte ich, also deswegen denke ich, das sind Mafia-Leute. Also eigentlich sind alle mit Tattoos auch Mafia-Leute, Chat. Kann man das so verallgemeinern? Ist es nicht eh so in asiatischen Ländern, wenn du Tattoos hast, bist du 99% kriminell, Chat? Oder ist es nur in Japan so? Also in Japan ist es so, dass Tattoos, also ja. In Japan ist es so, dass tätowierte Menschen dann doch oft kriminell waren. Zumindest die Älteren. Junge Leute, das ist ein bisschen anders. Aber so Ältere, ist eher Japan, sagt ihr. Okay. Ja, gut, vielleicht war ich auch einfach nur mit tätowierten Leuten da am Tisch, kann auch sein. In China auch? Okay, weiß ich nicht. Vielleicht erfahren wir mehr darüber. Wir sind drin. In einer unfassbar schönen Doku-Chat. Ich freue mich sehr auf die Doku. Ich hoffe, ich kann jetzt auch endlich mal ein bisschen die Schnauze halten und einfach das Video abspielen. Lehnt euch zurück, enjoyt die chinesische Mafia auf dem Vormarsch. Triaden. Let's go. Arte-Doku ist sowieso strong, Chat. Arte-Doku ist immer geil. 2 Uhr nachts auf der Insel Taiwan. Seit Jahren droht ihr eine Invasion Chinas. Geil. Oh, geil, Chat. Das ist eine gute, glaube ich. Ja. Holger. Und so sahen die aus. Neben solchen Guys saß ich am Blackjack-Tisch. Und jetzt sagt mir noch mal, dass es keine Mafia-Leute waren. So sahen die aus. Genauso. Chen war früher Mitglied einer Triade, einer Organisation der chinesischen Mafia. Inzwischen gibt er sich reumütig. Wenn. Alter, der hat ja mal richtig daneben geschüttet, der Bruder. Junge, Junge, Junge. 4 Liter daneben. Wenn China hier einmarschiert, werden diese verdammten Mafiosi unser militärisches System sabotieren und unsere Armee für die Kommunistische Partei Chinas ausspionieren. Das weiß ich. Alter. Yo! Ist er das? Ich bin schon einmal nur knapp dem Tod entgangen. Yo, das war er! 3 Kugeln haben mich erwischt. Alter, holy fuck. Toss? Nein, nein, das ist kein Toss. Ein Mafioso der Bamboo Union hat auf mich geschossen. Das ist ein Mafioso? Der sieht aus wie, ich will jetzt nichts Rassistisches, also ich hätte jetzt fast was Rassistisches gesagt, was jetzt nicht rassistisch gemeint war, aber es wäre bestimmt rassistisch rübergekommen. Ich wollte gerade fast sagen, dass der, also, scheiß drauf, ich sage einfach gar nichts dazu. Aber der sieht auf jeden Fall nicht aus wie ein der sieht nicht aus wie ein Rassist, wie ein, der sieht nicht aus wie Mafioso, oh, Bruder, Mafiosi, ja doch. Ich habe gerade, oh, mein Gehirn tut gerade weh. Irgendwie brennt es gerade bei mir im Kopf, Digga, aua, ich habe Schmerzen im Kopf, aua, aua. Ich hätte den Kerl töten können. Ich hoffe, die Polizei fasst denjenigen, der den Mordversuch in Auftrag gegeben hat. Ich habe mal kritisiert, dass er für die Kommunistische Partei Chinas arbeitet. Holger Chen glaubt, dass der Chef seiner einstigen Triade Bamboo Union dahinter steckt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Das ist der Chef von der Triade? Hä? Digga, der sieht aus wie... Komm, scheiß drauf, ich versuch's gar nicht, Chat. Ich hatte nichts mit den Schüssen auf Holger Chen zu tun. Er hätte es nicht mal verdient, dass ich ihn töte. Die Ambitionen der Triaden gehen inzwischen weit über Taiwan hinaus. Sie sind... Die, die am normalsten aussehen, meistens die krassesten. Das stimmt aber, würde ich auch sagen, ja. Die, bei denen man es gar nicht so sieht, das sind meistens die schlimmsten dann, ja. Zu einer Welt. Weil die haben es gar nicht nötig, sich irgendwie Tattoos zu machen oder irgendwie breit zu sein oder böse zu gucken, weil die halt einfach Macht haben. Weit tätigen Organisation geworden.
Geil, Chat. Ich hab Bock auf die Doku. Die wird gut, glaube ich. Es wird eine gute, Chat. Genieß. Die Triaden sind tief in der chinesischen Gesellschaft verwurzelt. Immer wieder fordern sie die Machthaber heraus, gehen aber auch Bündnisse mit ihnen ein. Sie stürzten das letzte Kaiserreich und nahmen den Gründer des modernen China in ihre Reihen auf. Ist das echt oder ist es aus einem Film? Und es ist nicht lange her, dass sie dabei halfen, die demokratische Opposition in Hongkong mit aller Brutalität zu unterdrücken. Yo. Ich sage dazu gar nichts. Digga, AI war das, Artificial Intelligence. Inzwischen als die mächtigste kriminelle Organisation der Welt. Überlebt die Bande, überleben wir. Die Triaden wollen sich von Anfang an auf allen Kontinenten etablieren. Von den Inseln im Pazifik bis zu den Megastädten im Westen, die sie mit einer tödlichen Droge überschwemmen. Überall verfolgen sie nur ein Ziel: ihren grenzenlosen Hunger nach Geld und Macht zu stillen. Das ist ihre Geschichte. Muss aber auch sagen, Chat, Triaden, also der Begriff Triaden, ist mit einer der gruseligsten Mafia-Namen, finde ich, oder? Gibt es eine Mafia, also einen Namen von einer Mafia oder eine Mafia, die irgendwie berüchtigter ist als Triaden? Yakuza ist ja Japan, Triaden ist China. Gut, da gibt es halt noch, was gibt es hier so? Die italienische Mafia, gut, eigentlich gibt es alle Mafias so gefühlt, von allen Ländern. Kartell gibt es noch, okay, Kartell. Hells Angels ist ja eher eine Rocker-Gruppierung. Finanzamt, auch scary, ja, true. Ja, ich finde aber so, Triaden hört sich mit fast am gefährlichsten an, oder? Triaden, das ist irgendwie so, weiß nicht, Digga, der Name allein, es ist so skrupellos und so kalt, Triaden. Eine Krake wird geboren. Die chinesische Mafia betreibt seit langem Drogen- und Menschenhandel, illegales Glücksspiel und Geldwäsche in großem Stil. Chat, wisst ihr noch, als ich... Ah nee, da war ich gar nicht live, da habe ich ein Video gedreht. Ich kann mich noch daran erinnern, Chat, als ich in Tokio war. Und ich glaube am ersten Tag, wo ich da angekommen bin, hat mir irgendeiner gesagt, dass in Tokio, dass man aufpassen sollte, vor allem wenn ich da Motorrad fahre und Videos drehe, dass ich aufpassen sollte bei Autos mit dem Kennzeichen 666 war das, glaube ich. 666666 oder so. Auf jeden Fall öfter die 6. Weil anscheinend sollen in Japan die Yakuza solche Autos fahren. Also die Yakuza hat anscheinend in Japan... Nee, 8. War das 8? 888 oder 666? Ich glaube 8 war es, oder? Chat, kann es sein? 8 war es. Ja, genau, 8. Also die haben öfter Kennzeichen, wo mehrere 8er drauf sind. Also 4x die 8. Und dann bin ich irgendwo zu diesem Tuning-Treff gefahren, Chat. Und bin dann auf dem Rückweg, musste ich tanken. Und es war so eine verlassene Gegend. Wirklich, da war nichts. Ich war an der Tankstelle. Bin dann noch nachts neben die Tankstelle gefahren. Wollte eine rauchen. Dreh mich um, sehe auf einmal einen großen schwarzen SUV, Kennzeichen 8888. Ich habe aber straight aufgehört zu rauchen. Kippe weg, auf mein Motorrad drauf zurückgefahren. Da hatte ich wirklich Angst ein bisschen. Sie passt sich immer wieder an neue Gegebenheiten an und hat längst auch in der Cyber- und Finanzkriminalität Fuß gefasst. Sie besteht aus mehreren Triaden, deren Hochburgen am Rande Chinas liegen. Die wichtigsten sind Sun Ye On und 14K in Hongkong, sowie Bamboo Union und Celestial Way in Taiwan. Alter, die haben auch coole Logos. Dieser Mann mit dem Beinamen Eiserner Tyrann wird hier gerade zum Anführer von Celestial Way ernannt.
auf Deutsch himmlischer Weg. Sie ist heute mit zehntausenden Mitgliedern die mächtigste Triade. Erstmals in ihrer Geschichte akzeptiert die Organisation, dass eine Kamera dabei ist. Ja, wie im Film einfach, Chad. Der Anführer will das für eine Machtdemonstration nutzen. Er ist zu einem Interview bereit. Hier auch die Narbe am Auge, Chat. Seht ihr die Narbe? So, hier, jetzt guckt euch mal die Narbe an am Auge. Gefährlich aus. Der eiserne Tyrann. Heute treffen sich die führenden Köpfe der Triade in ihrem Hauptquartier. Diese Paten leiten einige der 300 Zweige der globalen Organisation, nicht nur in Taiwan. Dieses mafiöse Imperium kontrolliert Fabriken, Banken, Nachtclubs, sogar manche Medien und unzählige andere Unternehmen. Wann sehen wir das Interview? Ich muss jeden Monat bei zu einem Treffen vorbeikommen. Aber die Anführer hören nicht zu. Zumindest läuft alles offen und transparent. Der Mann mit dem Namen Eiserner Tyrann ist bereit, seine Geschichte zu erzählen. Der sieht aber schon creepy aus irgendwie, Chat, oder? Hättet ihr Angst vor dem? Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass wir wissen, dass er halt ein Mafia-Boss ist. Aber der sieht schon irgendwie furchteinflößend aus. Der hat sowas in seinen Augen so, also das ist so dieses, du siehst ihm an, dass seine Augen schon einige abgefuckte Scheiße gesehen haben. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen tot von innen irgendwie, so ein bisschen, ja, der hat schon was gesehen auf jeden Fall. So sieht es zumindest aus. Einzige Bedingung, kein Wort zu kriminellen Aktivitäten, die ihn in Schwierigkeiten bringen könnten. Ich habe meinen Preis gezahlt. Ich war oft im Gefängnis. Ich wollte in der Organisation aufsteigen. Plötzlich geht alles ganz schnell und du musst dich anpassen. Eiserner Tyrann macht sich schon als Jugendlicher einen Namen als Anführer einer Gruppe von Mördern in einem Zweig der Triade. Geile Doku-Chat, oder? Plus in den Chat, wenn ihr die Doku enjoyt. Geil, ich bin so glücklich, dass wir die gerade gefunden haben, Bruder. Ich dachte schon, wir müssen uns hier irgendeinen Horror-Conjuring-Scheiß angucken, Digga. Geile Doku. Richtig, ich liebe auch so einen Scheiß. So Mafia-Geschichten und sowas, richtig geil. Früher war ich grausam und despotisch. Aber jetzt, als Leiter von so vielen Organisationen, muss man mit anderen harmonieren und diplomatischer sein. Der neue Anführer von Celestial Way stützt sich wie seine Vorgänger auf starke Traditionen und kulturelle Codes. Alles beginnt mit einer Straßenbande. Im Gefängnis erfährt er über einen Paten von den Triaden. Ich saß 2 Jahre mit ihm im Gefängnis. Rund um die Uhr in einer Zelle. Er hat mir viel erzählt von den Traditionen der Triade, dem notwendigen Geist des Gehorsams und davon, wie man in einer Geheimgesellschaft aufsteigen kann. Diese Jade-Statue eines Generals, der vor 2000 Jahren das chinesische Reich vereint hat, ist die Verkörperung der Legende von den Triaden. Es ist ein Symbol für Krieg und Loyalität. Die Geschichte der Triaden ist mit der ihres Landes verknüpft. Mehr als bei jeder anderen Mafia. Im Gefängnis erfährt Eiserner Tyrann von einer Geschichte, die jedes Mafia-Mitglied kennen muss. Im 17. Jahrhundert erobern die Qing, eine Dynastie aus der fernen Mandschurei, das chinesische Reich. Darauf folgt ein langer Bürgerkrieg.
Bauern und Arbeiter bewaffnen sich zum Schutz vor der Tyrannei. Sie gründen Geheimbünde, die Vorläufer der Triaden. Ende des 19. Jahrhunderts sind die Hongmen der mächtigste Bund. Alter. 1 gegen 1, Bernakel, ich gegen ihn. Was sagt ihr, Chat? Warte mal, das ist der Präsident? Ich entschuldige mich für das, was ich gerade gesagt habe. Ich möchte nämlich irgendwann nochmal nach China fliegen und da Moos-Vlogs drehen. Natürlich gewinne ich nichts und ich schätze diesen Mann sehr und er ist auch ein attraktiver Mann. Er hat sich gut gehalten im Alter. Distanzierung einfach von mir selbst. Die erste Hong-Bande, die Gesellschaft für Himmel und Erde, hat den Bauernaufstand angeführt. Da sie von den Qing verfolgt wurde, musste sie untertauchen. Im Laufe der Zeit nahm die Hong-Bande kriminelle Züge an. Hong-Bande und Geheimbünde wollen nicht nur die Schwachen gegen die Macht der Qing verteidigen. Sie erpressen die Bevölkerung, beuten sie aus und werden zu einem mafiösen Netzwerk. Also so hat das alles angefangen mit der Mafia. Der wachsende Einfluss der Europäer bietet ihnen zusätzliche Möglichkeiten. Die Briten nehmen den Hafen Hongkongs in Besitz, über den Opium aus Indien ins Land gelangt. Nach den Opiumkriegen ist China gezwungen, den Handel mit der Droge zuzulassen. Das führt zu Chaos. Geheimbünde beteiligen sich am Menschenhandel. Alter, der Rechte sieht scary as fuck aus. Betreiben Rauchsalons und bereichern sich unaufhaltsam. Da diese Organisationen an Freimaurer erinnern, nennen die Briten sie Triaden. Gesellschaften für Himmel, Erde und Menschheit. Zu spät erkennen die Europäer, dass sich die Ambitionen der Triaden nicht nur auf den Drogenhandel beschränken. Sie haben den Mitgliedern der Triaden erst Beachtung geschenkt, als vor Ort lebende Engländer durch Unruhen bedroht wurden. Danach fingen sie an, das Problem der Triaden in Hongkong ernst zu nehmen. Ab da galt die Mitgliedschaft in einer Triade und die Teilnahme an deren Treffen als kriminell. Anfang des 20. Jahrhunderts beeinflussen die Triaden sogar den Verlauf der chinesischen Geschichte. Sie leisten finanzielle Unterstützung für die nationalistische Bewegung gegen die Qing-Dynastie. An deren Spitze ein ehemaliges Mitglied einer Triade aus Hongkong, Sun Yat-sen. Er war ein Anführer der Hong-Bande. Nach der Niederlage der Qing gründet Sun Yat-sen 1912 die Republik China und distanziert sich von der Hong-Bande. Auf Chinesisch heißt es, verstecke den Bogen, mit dem du den Vogel getötet hast. Also verstecke die Waffe. Sie haben Zurückhaltung gewahrt, wo es nötig war. Das Prestige der Triaden hilft bei der Rekrutierung. Viele sind bereit, ihnen zu dienen, wenn sie im Gegenzug Schutz erhalten. Taiwan.
Jed, hättet ihr mal Bock, dass ich so nach Hongkong oder so fliege und da Videos drehe? Das steht schon länger irgendwie auf dem Plan. Auch ich war noch nie in China, also auch noch nie irgendwie in Hongkong oder so. Meint ihr, es ist geil? Meint ihr, es ist guter Content? Motovlogs in Hongkong? Ja. Oder lieber Japan, coole Autos. Ich bin schmächtig und kein großer Kämpfer. Alle nennen mich nur die Fluppe. Die Fluppe? Beides cool. Ja, ich mach beides, Shit. In der Schule haben andere Kinder mal eine Schrotflinte auf mich gerichtet. Oh, was? Das war ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ja, klassische Schulauseinandersetzung, Chat. Oh, die haben eine Schrotflinte auf mich gehalten. Ich hatte Angst. Aber am nächsten Tag habe ich sie mit meinen Freunden verprügelt. Die Fluppe. Mit dieser Bande haben wir alle bekämpft, die gegen uns waren. Und ich habe von da an immer mehr hochrangige Leute kennengelernt. Mit 15 schließt er sich der Bamboo Union an, einer in Taiwan ansässigen Triade. Er wird in einem kleinen Tempel eingeführt, der auf dem Gebiet seines Paten steht. Der Glaube ist die Grundlage von Banden. Alles hängt zusammen. Der sieht aber auch viel zu nett aus, Chat. 1-1, Bernhard fällt nicht gegen ihn, wer gewinnt? Meine Initiationszeremonie bestand aus einem Gebet und einem Eid. Mit dem traditionellen Eid verspricht jedes neue Mitglied seiner Triade absolute Loyalität. Bei Zuwiderhandlung droht ein qualvoller Tod. Es ist eine Verpflichtung auf Lebenszeit. Chat, wie ist das nochmal? Wenn man aus der Triade aussteigen will, verliert man dann einen Daumen oder so? Oder war das bei der Yakuza? Nee, das war Yakuza. Yakuza war das. Wenn du irgendwas Schlimmes gemacht hast, musst du deinen Daumen selber abtrennen, also einen Finger abtrennen. Und den musst du dann deinem Boss quasi schenken als Entschuldigung. Das war, glaube ich, Yakuza, ja, ja. Holger Chen trennt sich schließlich wieder von der Bamboo Union, der er in seiner Jugend beigetreten ist. Diese Leute wollen sich nicht ans Gesetz halten. Die Anführer selbst stellen nicht allzu viele Regeln auf. Sie nutzen Überzeugung. Durch den Eid wollen sie junge Leute rekrutieren und kontrollieren. Jeder erfindet eigene mafiöse Regeln. Aber man schließt sich einer Mafia an, weil die Paten Geld, Ansehen und Macht zu haben scheinen. Bei mir war es auch so. Einfach Döner-Tester Holle in Taiwan. Ja, der Holger, ja. Da ist er, Chat. Nach seiner Initiation tritt er einem kleinen Zweig der Bamboo Union bei, die in einem Vorort von Taipeh herrscht. Boah, hier direkt Motovlog durch, Silvesternacht. Wir halten zusammen. Meine Bandenbrüder sind meine Familie. Wir besprechen jeden Plan gemeinsam und vertreten immer den Standpunkt der Bande. Denn wir haben keine persönlichen Interessen. Überlebt die Bande, überleben wir. Verdient die Bande Geld, verdienen auch wir. Zuerst erhält er Befehle von diesem Bruder, der ein Pfandleihgeschäft betreibt. Eine traditionelle Tätigkeit bei den Triaden. Als ich das erste Mal Geld verdient habe, war ich noch jung und sollte Schulden eintreiben. Ja, 那可能债务人已经在
Der Schuldner war aber wohl im Gefängnis, denn nur seine alte Mutter und ihre Enkelin waren zu Hause. Jo. Der hat jetzt nicht seine Mutter überfallen, oder? Was sollte ich machen? Sie taten mir leid. Ich konnte das Geld nicht einfordern. Aber in der folgenden Woche haben sie mir $100 gegeben. Das war mein Einstand. Die wichtigste Regel der Triaden lautet seit jeher: Verdiene mit allen Mitteln so viel Geld wie möglich. Ein Mann verkörpert sie wie kein zweiter. Großohriger Du und seine grüne Bande waren Idole. Als Jugendliche haben wir alles über sie gesammelt. Du Yusheng, genannt Großohriger Du, leitet die grüne Bande, die Haupttriade der 1920er Jahre. Er ist der Herr von Shanghai, der größten Stadt- und Lasterhöhle Chinas. Sie wird damals von den Briten und Franzosen kontrolliert. Großohriger Du war ein Vorbild. Der hat wirklich große Ohren. Von der Art und Weise, wie er Angelegenheiten geregelt hat, konnte man viel lernen. Die Paten haben davon erzählt und wir wollten seinem Beispiel folgen. Aber wenn man sowas heute macht, kommt man lebenslang ins Gefängnis. Du stammt aus armen Verhältnissen und arbeitet zunächst im florierenden Rotlichtmilieu. In dem armen Land verkaufen Eltern ihre Töchter, wie Lin Baoju, die mit 9 Jahren Prostituierte wird. What the fuck, Digga? Mit 18 ist sie körperlich am Ende und stirbt. Was zum Digga ist das widerlich? Dus Vermögen stammt vor allem aus dem Handel mit Opium, von dem Millionen Chinesen abhängig sind. Weil er Einfluss in der Unterwelt hat, wird er zum Polizeichef der französischen Konzession ernannt. ...1927 erlangt er eine führende Rolle in der Politik. In der Arbeiterstadt Shanghai entsteht gerade eine neue Kraft, die Kommunistische Partei. Großohriger Du fürchtet, die Kontrolle über die Arbeiter zu verlieren. Als sie streiken, bietet er dem Nachfolger von Sun Yat-sen an der Spitze Chinas seine Dienste an. Auch Präsident Chiang Kai-shek fürchtet die Kommunisten. Am 12. April 1927 massakriert die Grüne Bande 5000 Arbeiter. Yo. Zur Belohnung erhält Großohriger Du einen Schlüsselposten im Regime von Chiang Kai-shek. Er wird Präsident der Börse Shanghai. Auf dem Höhepunkt seines Ruhms gilt er als Kombination aus Al Capone und Rockefeller. Das ist ja echt abgefuckt, oder, Chad? Doch das Massaker hat unvorhergesehene Folgen. Die zunächst besiegte Kommunistische Partei hat einen neuen Anführer, Mao Zedong. Nach 2 Jahrzehnten Krieg ergreift er 1949 die Macht und stützt sich nicht länger auf die Arbeiter, sondern auf Millionen von Bauern.
In Shanghai wird zum letzten Mal eine Triadenparade auf chinesischem Boden gefilmt. Danach werden sie von den Kommunisten verfolgt. Chat, in welchem Jahr war das nochmal? Ich habe nicht zugehört. Im 19. Jahr, also 19. Jahrhundert oder wann war das? 1920, krass. Das ist halt auch gar nicht so lange her, Chat. Das sind jetzt 100 Jahre ungefähr. Großohriger Du und die Grüne Bande fliehen mit Chiang Kai-shek und 2 Millionen Anhängern aus dem Land. '49 war das. Dann ist noch Warte mal, und er ist es? Nee, das kann ja gar nicht sein. Der ist ja schon tot, der großohrige Du. Er hat aber auch große Ohren. Ich war 2, als wir nach Taiwan kamen. Vielleicht sein Sohn, das wäre krank. Der Zweite Weltkrieg war gerade zu Ende. Meine Mutter hoffte auf ein friedliches, glückliches Leben für mich. Der Weiße Wolf, let's go, Babys. Der Weiße Wolf ist ein Banger-Name für einen Mafia-Boss. Holy fuck. Der Weiße Wolf. Weißer Wolf ist der Sohn von Festlandchinesen, die mit Chiang Kai-shek nach Taiwan kommen und gegen die Kommunisten vorgehen wollen. Chiang Kai-shek zwingt der lokalen Bevölkerung eine Diktatur auf. Die Grüne Bande ist behilflich. Der Weiße Terror fordert 30.000 Tote. Großohriger Du stirbt kurze Zeit später. Die Grüne Bande wird in den Staatsapparat integriert. Kinder von Festlandchinesen gründen Anfang der 1960er Jahre ihre eigene Triade. Weißer Wolf, ein brillanter Schüler, schließt sich ihnen an. Ich hing mit diesen Leuten rum. Kennen Sie den Film Ein Sommer zum Verlieben? Nee, kenn ich. Ich schloss mich der Bamboo Union an. Warum man einer Bande beitritt? Ganz einfach. Junge Mädchen wollen schön sein und Jungen wollen mutig sein. Das ist alles. Wir haben viel Billard gespielt. Fühl ich. Minute 29. Einmal hat ein Polizist einen Bruder der Bambu-Triade geschlagen. Ich bin hin und habe auf ihn eingestochen. Als ich später in den USA inhaftiert wurde, konnten sie es nicht fassen. Da bekommt man für versuchten Polizistenmord mindestens 10 Jahre. Ich musste nur $100 zahlen. Der hat auf einen Polizisten eingestochen und musste $100 zahlen dafür? Da haben sie Augen gemacht. What the fuck? Als Kind der Festlandelite und Mitglied der Bamboo Union genießt er einen gewissen Schutz vor Strafverfolgung. Weißer Wolf macht auf sich aufmerksam. Noch während des Studiums steigt er in der Triade auf, die damals nur einige Dutzend Mitglieder zählt. Ich habe Poker gespielt, um Geld zu verdienen. Gleich am ersten Tag habe ich $300 gewonnen. Mehr als das Gehalt. Oh, da kann er ja den nächsten 3 Polizisten abstechen. Meine Eltern. Das hat mich verführt. Okay.
Hi, we're standing on a Chinese junk in the harbor of one of the most unusual and in some ways one of the most important cities in the world, Hong Kong. An exciting and swollen city, Chinese with a British accent. Der, also wenn der jetzt ein Mafia-Boss ist, Chad, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Meine Eltern baten meinen Onkel, mich zu adoptieren und in Hongkong aufzunehmen. Ich war begeistert. Ich habe mir eine märchenhafte Stadt vorgestellt. Aber er lebte in einer Hütte. In den 1960er Jahren flieht Lee vor der Armut im kommunistischen China. Hast du seinen Namen gesehen? Nee, wie heißt er? Er landet in einem riesigen Elendsviertel am Rande einer ihm unbekannten Megacity. Der Taugenichts? WTF. Das ist ja ein Scheißname. Der Taugenichts? Es gab da Neuankömmlinge. Aber auch Alteingesessene, die nichts mehr überraschen konnte. Die Ratten waren so groß wie Katzen. Die Triaden profitieren von den Flüchtlingen. Ab 1949 wird die Stadt zu einem Anziehungspunkt für viele und zu einem Ort, der eine bessere Zukunft verspricht. Die britische Kolonie ist toleranter als die taiwanische Diktatur. Aber die englische Polizei ist überfordert und überlässt die chinesische Bevölkerung in den Vororten weitgehend den Triaden. Was das denn? Sergeant! Get these people off the street! Lee schließt sich der vor Ort herrschenden Triade 14K an. Meinen Chefs zufolge waren die Triaden gegen die Manju. Aber für mich zählte nur Essen, Trinken und Spaß haben. Lieber Henker sein als Opfer. Der Sturz der Qing und die Wiedereinsetzung der Ming waren mir völlig egal. Li verkauft Heroin für die Triade. Ich hatte einen eigenen Stand und gab Kunden Injektionen. Eine für jeweils 20 Cent. Die Leute standen Schlange. Eine Spritze und eine Nadel für Dutzende Menschen. So lief das. Crazy. Nach einer Weile habe ich auch Bordelle betrieben. Das war ziemlich einträglich. Wir fanden unsere Organisation toll. Mein Chef hat immer gesagt, der große Boss der 14K ist ein Soldat, der gegen die Kommunisten kämpft. Dieser Boss ist General Kott, ein ehemaliger Verbündeter von Chiang Kai-shek. Er hat die 14K 1945 gegründet. Er war Anführer einer geheimen militärischen Gruppe in Hongkong, die irgendwann die Kommunisten in China herausfordern wollte. Zu Beginn organisiert die 14K-Triade den Widerstand im Dschungel Südostasiens und bietet der CIA ihre Dienste an. Doch das geht schief. Durch Kotts Tod entstand ein Problem, denn man fand keinen legitimen Nachfolger. Am Ende fiel alles auseinander und aus den 36 Zweigen der 14K wurden einzelne Gruppen.
Die 14K konzentriert sich fortan auf kriminelle Aktivitäten. Dank ihrer Verbindung zum Goldenen Dreieck beherrscht sie den Handel mit Heroin. Jeder zehnte Bewohner Hongkongs ist abhängig davon. Lau, ein anderes Triadenmitglied, ist für den Schutz des Handels zuständig. Der Schläger, der Ringverdiener darf in dem Fall. Es gibt verschiedene Gangster. Die pomadisierten, die Luxusmarken tragen und auf ihren Look achten. Und die harten Kerle. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber der Typ kann doch nicht boxen, oder? Erzähl mir keinen Scheiß. Das sieht ja amateurhaft aus. Hä? Wo sind hier Boxer? Eins, wer Boxer ist? Das ist doch hier kein Boxen-Chat, oder? Und die harten Kerle. Sag mal, wollt ihr mich verarschen, oder was? Ich wurde zum Bösewicht. Doch Lau hat einen neuen Konkurrenten auf seinem Territorium. Sie haben mich überfallen und wollten mich umbringen. Wir haben mit klingenförmigen Flaschen gekämpft, die tiefe Schnitte verursachen. Sie hatten kein Problem mit mir, sondern meine Bande im Visier. Die Sun Ye On besaß in unserem Stadtviertel nur zwei, aber sehr robuste Basen. Gründerin der Triade Sun Ye On ist die reiche Familie Hong, die aus China geflohen ist. Anführer ist ein Mann mit dem Spitznamen Vieräugiger Drache. Yo, das ist bis jetzt der heftigste Name. Eins, wenn Vieräugiger Drache noch cooler ist als der Weiße Wolf, also auch ein bisschen scheiße, weil er eine Brille hat, aber der Vieräugige Drache, Digga, holy fuck. Das ist ein badass Name für einen Mafia-Boss. Der Vieräugige Drache. Passt nicht ganz zu ihm, muss ich sagen, aber fuck, Mann. Geil, guter Name. Unterstützt wird er von seinem jüngeren Bruder Charles. Die Sun Ye On haben ein Vererbungssystem eingeführt. Damit unterscheiden sie sich von anderen Triadengesellschaften. Die Triade herrscht zunächst über die unzähligen Kulis in der britischen Kolonie. Doch dann strebt sie größere Einnahmequellen und andere Ziele an. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung in Hongkong in den 1970er und 80er Jahren bieten sich neue Optionen. Fand die Flupper am besten. Dank ihrer guten Reputation konnten sie leicht neue Mitglieder gewinnen. Die Arbeitskraft ist die wichtigste Ressource einer Triade. Menschen dienen nicht nur dazu, irgendwo Gewalt anzuwenden, sondern auch legale oder illegale Geschäfte zu betreiben. Die Stadt wird zur Gans, die für die Triaden goldene Eier legt. Das Tag- und Nachtleben gehört ihnen. Sie manipulieren den Immobilienmarkt, kaufen Unternehmen und betreiben Schmuggel im großen Stil. Was war? Ich hab nicht hingeschaut. Von den 4 Millionen Einwohnern Hongkongs arbeiten 500.000 direkt oder indirekt für eine Triade. Allein Sun Ye On hat damals 100.000 Mitglieder.
Wer als Einheimischer morgens im Restaurant einen Kaffee trank, wusste, dass es vermutlich von einem Triadenmitglied betrieben wird. Die Strecken von Kleinbussen wurden von Triadenmitgliedern kontrolliert. Und Filme, die man am Feierabend anschaute, wurden wahrscheinlich von Triadenmitgliedern produziert. Die Triaden waren praktisch in jeden Aspekt des Lebens involviert. Der Besitzer der größten Zeitung, Oriental Daily, ist auch Heroinhändler und lässt eine Verkäuferin einer Konkurrenzzeitung ermorden. Das Gesetz der Triaden ist brutal. Wer es nicht einhält, riskiert sein Leben oder, wie dieser Händler, die Entführung seiner Tochter. Mordi, das wäre dein Rufname. Du meinst mein Mafia-Namen für mich jetzt. Habt ihr eine Idee, Chat? Wie würdet ihr mich nennen, wenn ich so ein Triaden-Mafia-Boss wäre? Was würde zu mir passen? Schnippi? Ja, das jetzt, hört sich jetzt aber nicht so gefährlich an, Schnippi, Chat. Der kleine Lustmolch, schön, guter Name. Der glatzige Wolf. Die Fluppe, den gibt's ja schon. Der Lutscher. Also, was würde zu mir passen, Chat? Irgendwas mit Geist. Ghostface. Das wäre mein Name, Chat. Der Brite Martin Purbrick, Absolvent einer Polizeiakademie, kommt in den 1980er Jahren nach Hongkong, als London seine Ordnungsmacht verstärken will. Die Polizei in Hongkong war institutionell ganz klar korrupt. Die meisten Vorgesetzten, egal auf welcher Ebene, nahmen Bestechungsgelder von Kriminellen an, also von Mitgliedern der Triaden. You only have to walk about 50 yards to see just about every spectrum of life going. Als ein Polizeiauto am Drogenstand hielt, sagte mein Chef, Lee, es wird Zeit, das Geld zu verteilen, um die Dämonen zu besänftigen. Vor allem Polizisten chinesischer Herkunft gehören den Triaden an. Sun Ye-on wird von Kommissar Lü Li geschützt, der selbst einer ihrer Anführer ist. Bestechungsgeld wird einem nicht direkt angeboten. Zuerst wird eine Art Eine Sondereinheit zur Bekämpfung der Triaden entsteht. Später kommt heraus, dass auch Mitglieder der Sondereinheit für die Triaden arbeiten. Ja, die waren bestechlich. These are specifically manufactured. Die britischen Ermittler werden mit einem Phänomen konfrontiert, das sich nicht auf Hongkong beschränkt. Eines Tages erhalten sie Informationen von der amerikanischen Antidrogenbehörde. Eine Triade aus Hongkong schmuggelt große Mengen Heroin in die USA. Vor Ort wird eine weitere Triade vermutet. Eine noch wenig bekannte taiwanische Organisation. The consignment has been delivered in San Francisco. It was delivered this morning in San Francisco. Ooh, baby, schöne Muskeln. Wow. Hot. In der Nähe von San Francisco lebt ein gewisser weißer Wolf. Er will in den USA studieren. Rar.
an einer der besten Universitäten der Westküste. Eine Seltenheit in der rauen Welt der Triaden. Tatsächlich ist er ein Anführer der Bamboo Union. An der Spitze von rund 100 Mitgliedern soll er den Einfluss der Triade in den USA ausbauen. Er kauft ein Restaurant und macht es zur Drehscheibe für den Heroinhandel aus dem Goldenen Dreieck. Das weckt Begehrlichkeiten. Tingbande. Aber das sind keine schlechten Kerle. Sie wurden verhaftet, aber im Rotwein verschüttet. Krankenhaus haben sie mich nicht angezeigt. Wir wurden Brüder. Weißer Wolf verbündet sich mit einer Organisation, die in den Chinatowns Kaliforniens verwurzelt ist. Sie hat eine lange Geschichte. Im 19. Jahrhundert bildeten Einwanderer, die vor Armut und Krieg geflohen waren, erste Triaden in Nordamerika. Sie helfen Chinesen bei der illegalen Einreise, schaffen ihnen Arbeit und sorgen für ihren Schutz. Auch die Prostitution haben sie fest im Griff. Der Aufstieg der Triaden in den Chinatowns verläuft parallel zum Wachstum der chinesischen Diaspora in den folgenden Jahrzehnten. Fortin Kay und Sun Yeon etablieren sich in New York, San Francisco und Los Angeles. Bamboo Union später auch. Doch dann holt den Weißen Wolf die taiwanische Politik ein. ...1984 taucht ein Mörder der Bamboo Union auf. Eines Morgens war er weg. Er spielte nach dem Aufstehen immer Gitarre. Der Weiße Wolf war ja er, oder? Plötzlich war es ruhig. Unweit von San Francisco wird Henry Liu, ein in den USA im Exil lebender taiwanischer Schriftsteller und Gegner der Diktatur, ermordet. Ja, okay. Ich las die Zeitung und wusste, was los war. Unter dem Druck der USA wird der Täter bei seiner Rückkehr nach Taiwan verhaftet. Ebenso der Anführer der Bamboo Union, King Duck. Beide werden wie gewöhnliche Kriminelle präsentiert. Die Triade trifft jedoch Vorsichtsmaßnahmen. Ich habe dem Boss gesagt, er soll aufpassen, dass er nicht ausgeschaltet wird. Er sagte, er hätte deshalb eine Kassette aufgenommen. Kassette? Am 14. August 1984 forderte mich der Chef des Geheimdienstes auf, den Verräter Liu zu ermorden. Sie haben dem Boss King Duck gesagt, er soll sich um diesen Kerl kümmern. Ich habe die taiwanische Regierung gewarnt. Wir wüssten alles und würden das Tonband nutzen, falls nötig.
Yo. Er leitet das Band an die amerikanische Polizei weiter. Es enthüllt auch, dass Bamboo Union die Opposition gegen den von einer demokratischen Bewegung bedrohten Nachfolger von Chiang Kai-shek unterdrücken soll. Auf ihrem Höhepunkt hat die Triade 40.000 Mitglieder. Alter, 40.000, Chat. Denkt ihr, wir könnten eine Triade sein? Also wenn wir uns jetzt versammeln, würden die uns ernst nehmen als Triade so? Wenn ich euch so T-Shirts gebe, wo irgendein Triadenname draufsteht und wir sind eine Gang, denkt ihr, wir werden irgendwo ernst genommen? Ich bin eure Anführer, der haarlose Ghostface. Gehen rein in die Streets. Könnten schon was reißen, Chat, so ist nicht. Der Boss hatte einen Stil wie großohriger Du. Die Anführer wollten sich mit ihm anfreunden. Er aß jede Woche Ravioli mit dem Bruder des Präsidenten. Willst du gerade eine Mafia gründen? Nee, will ich nicht. Bamboo Union hatte ganz Taiwan im Griff. In Taiwan lösen die Enthüllungen ein Erdbeben aus. Die Auftraggeber des Mordes an Henry Liu werden verhaftet. Das Regime gerät ins Wanken und verspricht freie Wahlen. Unabsichtlich stürzt Bamboo Union so die Diktatur von Chiang Kai-shek, dem historischen Verbündeten der Triaden. Ihre führenden Köpfe werden verhaftet, genau wie die kleinen Gangster taiwanischer Herkunft bei einer großen Anti-Mafia-Operation. Creepy, ich brauche noch mal Zeitangaben, bitte. Die Mitglieder der Bamboo Union waren in der Haft zusammen. Unsere kleinen Banden aber waren isoliert. Danke. Im Gefängnis mussten wir uns schützen und eine eigene Organisation gründen. So konnten wir später unseren Einfluss auf alle Regionen Taiwans ausweiten. Die Fujian-Mafiosi in New York haben sich der Bamboo Union angeschlossen und einen Drogendeal gemacht. Ich war nicht direkt dabei, bekam aber 10 Jahre. Jo, 10 Jahre. Weißer Wolf sitzt mit verschiedensten Kriminellen ein, darunter auch italienische Paten. Jetzt hat er genug Zeit, über seine Rache nachzudenken. In Hongkong erleben die Triaden unterdessen ihre besten Jahre. Auch auf der Kinoleinwand. Sie haben diese florierende Industrie im Griff, die 1992 1,5 Milliarden Dollar einspielt. Charles Hong, Bruder des Anführers der Sun Yeon, dominiert die Branche. Digga, sind das goofy Soundeffekte? Er liebt Kung Fu und spielt in seinen Filmen manchmal Nebenrollen. Ach, Junge. Ein oder Film, das war ein Film. Zwei Projekte. Kunst, also Ketchup-Blut. Ah, das war alles gut. Für die Filmfirma beteiligt. Charles Hearn, Charles Hong wusste, was gute Filme ausmacht. Er war ein guter Produzent. Die haben niemals billige Filme gedreht. Nur mit großen Stars. Für die Triaden ist das Kino nicht nur eine Profitquelle, sondern auch ein Kommunikationsmittel. Sie nutzen es wie keine Mafia zuvor. Junge Menschen wurden inspiriert, Gangster zu werden. Sie ahmten das Aussehen und die Art zu sprechen nach. Das kam alles aus dem Kino. Das Kino wird von echter Gewalt eingeholt, als man der Sun Yeon-Triade ihre Vormachtstellung streitig machen will. Es entstanden Neid und Eifersucht bei anderen Triadenzweigen. Sie wollten teilhaben, denn aus ihrer Sicht war es einfach, einen Film zu machen und damit Geld zu verdienen. Wenn ein Mafia-Boss will, dass man für ihn spielt, kann man nicht ablehnen.
Sonst zieht er seine Waffe. Die können einfach rekrutieren, denn man wagt nicht Nein zu sagen und akzeptiert ein geringes Honorar. Manchmal wird man auch gar nicht bezahlt. Die würden uns töten, nicht wir sie. So wird auch eine berühmte Schauspielerin entführt und nackt fotografiert, weil sie einen Film ablehnt. Yo, was? Die hat einen Film abgelehnt? Wurde deswegen entführt und nackt fotografiert? What the fuck, Digga? Was eine abgefuckte Scheiße. Aus demselben Grund wird ein anderer Star von einem 14K-Produzenten geohrfeigt. Es kommt in der Szene auch zu... Ah, es war im Film gerade. Ups. Ja, manchmal sind Filme brutal, Chat, oder? 1992 sind die Triaden erstmals mit einer Protestbewegung konfrontiert, die es wagt, sie öffentlich anzuprangern. Die britischen Behörden müssen jetzt reagieren. Der Aufstieg der Demokratie in Hongkong und Taiwan gefährdet den Einfluss der Triaden. Sie müssen sich anpassen und ein Bündnis ausgerechnet mit ihrem alten Feind eingehen, der Kommunistischen Partei Chinas. Okay, erster Teil ist zu Ende, Chat. Wie fandet ihr es? Ich muss sagen, es war halt sehr viel Geschichte. Es war sehr viel Geschichte, Chat. Fand's gut. War mir ein bisschen zu viel in der Geschichte. Also quasi ein bisschen zu viel krass in der Vergangenheit. Ich hätte gern lieber ein paar mehr Sachen von jetzt gesehen.